Deutsche lieben Autofahren, aber auch Züge sind in Deutschland populär. Und wir wollen heute mal ein ganz einfaches Experiment machen. Wir wollen wissen, was ist eigentlich besser und was ist schneller, Autofahren oder Zugfahren? Um das herauszufinden, werden Kari und Janusz jetzt gleich mit dem Zug nach Frankfurt am Main fahren und ich werde mit dem Auto die gleiche Strecke fahren. Es ist 10 Uhr morgens, Manuel. Bis Frankfurt sind es 550 Kilometer. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Icke. Das bezweifle ich. Wir sehen uns heute Abend in Frankfurt, Manuel. Los geht's. Los Tschüss. Geht's. So, erstmal aus Berlin rauskommen, das ist immer das Schwierigste, wenn man mit dem Auto fährt. Denn es ist Montagmorgen, Berufsverkehr und die Stadt ist völlig verstopft mit Autos. Normalerweise fahre ich ja mit einem Uber oder Taxi zum Bahnhof. Janusz, wir wollen heute mal wirklich beweisen, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln schneller sind als Manuel mit seinem ollen Tesla. Deswegen fahren wir mit der Tram. Freust du dich schon? Ich freue mich, aber es ist illusorisch. Was? Ja, wir brauchen viel mehr Zeit, um nach Frankfurt zu kommen, oder? Das denkst du. Ich glaube, dass Manuel viel länger bleiben brauchen wird. Schauen wir mal. Ja. Da haben wir schon das erste Problem. Unregelmäßigkeiten wegen technischer Störung. Die M8, die hier zum Hauptbahnhof fährt, ist verspätet. Als wir hier entschieden haben, dieses Rennen zu machen, habe ich gesagt, okay, dann will ich aber wenigstens mit einem Elektroauto fahren, damit wir nicht noch hier die Umwelt verpesten. Und jetzt haben wir hier so ein Auto von einer Marke, die ich privat definitiv auch nicht kaufen würde. Da ist der Hauptbahnhof. Da fahren die anderen jetzt mit dem Zug. Und wir werden hier durchs Regierungsviertel geleitet und versuchen, zur Autobahn zu finden. Hier wohnt der Bundespräsident im Schloss Bellevue. Schöne Stadt. Rundfahrt kriegen wir hier noch, Chris, auf dem Weg zur Autobahn. Und guck mal, da ist die Siegessäule. Schauen wir mal, wo Manuel ist. Aha, du kannst Manuel sehen. Ja. Manuel ist im Tiergarten. Ja, er ist jetzt für den Moment schneller. Wir haben das aktiviert, dass wir uns gegenseitig sehen. Aha. So Chris, wir haben es geschafft, wir sind auf der Autobahn, also bis jetzt nur die Stadtautobahn. Hier ist immer noch 80 Geschwindigkeitslimit, aber immerhin schon mal raus aus der Stadt. S- und U-Bahnhof, Hauptbahnhof, Central Station. Für manche Leute sind Bahnhöfe ja laut und stressig. Für mich ist das einfach nur ein Sehnsuchtsort. Es ist so schön hier. Ich sollte eigentlich mal öfter hier hinkommen und einfach hier die Leute beobachten. Da ist Janusz wieder da. Er hat lecker eingekauft. Hallo Janusz! Janusz! Wir müssen ganz nach hinten durch. Da kommt er. So eine Scheiße. Hier schon mal das erste Problem. Die Wagen wurden falsch angezeigt in der App. Jetzt müssen wir ans andere Ende des Zuges. Oh. Hier ist Wagen 11. So eine Ich hasse die Bahn.
Das ist echt, immer ist irgendwas. Immer. Komm noch rein. Sie zur Sicherheit hier rein oder noch weiterlaufen? Das lasse ich nicht. Lass uns hier reingehen. Aber jetzt stehen wir hier erstmal. Janusz, wie geht's dir? Ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer. Du bist sauer? Ja. Warum? Auf mich oder auf die Bahn? Nee, auf dich. Auf mich? Ich hab ja nur auf die... Guck mal, hier steht sie. Weil du mir zuerst einen Koffer klaust und sagst, nee, du fährst mit einem Koffer, als ob das was bedeuten würde. Und dann kackst du auf mich rum, dass ich viel Gepäck habe. Dabei habe ich nicht viel Gepäck. Streit in der Bahn. Du musst das jetzt im Internet vor unseren Millionen Zuschauern austragen, Janusz. Ja, das ist immer ein Problem bei Janusz und mir. Ich bin Minimalist, er ist Maximalist. Nimm es mit Humor. Wie immer. Aber nicht in die Richtung, wir müssen in die Richtung. Mir ist egal. Okay, tschüss. Zug fährt natürlich nicht pünktlich ab. Wir sind jetzt gerade losgefahren mit der Bahn. Wir sind jetzt südlich von Berlin. Manuel ist natürlich schon eine Stunde vor uns losgefahren. Der ist jetzt schon in Sachsen-Anhalt. Aber ich sag's euch, den werden wir jetzt einholen. Ich meine, wir schimpfen immer, wie schlecht die Bahn ist und die Infrastruktur der Bahn. Aber ganz ehrlich, die Autobahn bis jetzt... Erste zwei Stunden habe ich das Gefühl, sind wir auch hauptsächlich durch Baustellen gefahren. Also Infrastruktur ist ein großes Thema in Deutschland, muss viel getan werden. Okay, Chris, bist du bereit? Keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das macht natürlich Spaß, aber mittlerweile bin ich alt und vernünftig und würde nicht mein Leben aufs Spiel setzen und schon gar nicht deins, nur für so ein bisschen Adrenalin. Vor allen Dingen, man merkt es gar nicht, ne? Man merkt diese Geschwindigkeit gar nicht. Das ist das Krasse bei diesem Auto. Wenn ich früher mal mit einem Auto schnell gefahren bin, dann merkst du das ja sofort, wie es rumpelt und pochert und irgendwie klappert. Ich habe viel Kaffee getrunken. Wir müssen eine erste Pinkelpause einlegen und vielleicht schnell eine Banane essen. So Leute, auch das wird gefilmt. Ich gehe jetzt zur Toilette. Das Gute ist, wenn ich im Zug zur Toilette muss, dann kann ich einfach gehen, während der Zug fährt. Anders als Manuel Salman. Okay, auf Toilette gehen ist im Zug definitiv nicer als auf der Autobahnraststätte. Bevor wir weiterfahren, Chris, einmal kurz schauen. Hier sind wir, da sind die anderen. Wir haben einen kleinen Vorsprung. Also wenn wir uns beeilen, schaffen wir es. Janusz ist jetzt schon eingeschlafen. Er hat heute Nacht nicht so viel geschlafen, deswegen ist er jetzt schon müde. Wenn ich müde werde beim Autofahren, dann fahre ich tatsächlich öfters mal auf den Parkplatz und versuche so für 10 Minuten kurz einzunicken. Und dann hat man wieder Energie, hat mir Janusz beigebracht. Der war ja früher LKW-Fahrer. Das Gute in der Bahn ist natürlich, wir können jederzeit schlafen. Schläfst du wirklich? Schläfst du wirklich? Er schläft wirklich. Okay, das Auto meldet, es möchte geladen werden und navigiert uns zu einer Ladestation. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Also ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Wo ist der Supercharger? Auto mieten, Europaletten.
da um die Ecke. Da, das ist er, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob wir richtig sind. Wir probieren es, oder? Verwende deine Ladekarte, scanne deine Bandkarte, okay? Okay, und jetzt... Wow. Und? Lädt er? Na, ladet ihr gerade? Wir versuchen's. Was ist los? Habt ihr ein Problem? Ich check nicht, wie man das... Kari ist gerade am Telefon. Ich check nicht, wie man das Ding lädt. Ich drücke hier mal auf Start Charging, aber es klappt nicht. Oh je, ah, warte mal, vielleicht muss ich erst warte mal. Start Charging. Hast du gesehen, dass wir an euch vorbeigezogen sind? Nee. Na, guck mal auf die Karte. Ich freue mich, für euch. Aber das macht mich hier ein bisschen... Das kann doch nicht so schwer sein. Ich rufe dich zurück, ich muss mal kurz gucken, ob ich da noch was machen kann. Ey, mach mich nicht fertig. Ich krieg das nicht hin. Den hier meinst du? Nein. Den. Der, genau. Er lädt. Die Batterie wird voller. Endlich lädt das Auto. Deutlich leichter zu bedienen als dieses Auto ist NordVPN, unser Sponsor in diesem Video. Mit einem Tab habe ich mich verbunden und surfe verschlüsselt über die Server von NordVPN. Das ist besonders auf Reisen wichtig, wenn man zum Beispiel im Hotel oder im Café in einem unverschlüsselten WLAN surft. Denn so werden meine Daten verschlüsselt übertragen. Und ich kann mich auch mit anderen Ländern verbinden und so die Mediatheken aus anderen Ländern benutzen oder das Netflix-Programm aus den USA zum Beispiel. Und wenn ihr euch über das Plus- oder das Komplettpaket anmeldet von NordVPN, bekommt ihr auch noch den Passwortmanager NordPass dazu. Damit könnt ihr sichere Passwörter generieren für alle eure Accounts und eure Passwörter zwischen euren Geräten synchronisieren. Super wichtig für die Online-Sicherheit. Probiert das mal aus über nordvpn.com/easygerman, denn dort bekommt ihr nicht nur einen riesigen Rabatt, wenn ihr euch für das 2-Jahres-Paket anmeldet, sondern auch noch mehrere Monate gratis dazu. nordvpn.com/easygerman. Zeit für eine Mittagspause. Oh, sehr gerne. Ich habe mir was zu essen mitgebracht. Hey Chris, siehst du den Tesla da? Das ist gar nicht der richtige. Wir sind an der falschen Station. Da hinten ist der Supercharger für uns. Fuck, wir sind falsch. Ich meine, das Auto lädt, aber wahrscheinlich hätten wir das da machen sollen, weil wahrscheinlich wäre es billiger gewesen oder so. Da sind die Dinger, wieso haben wir die nicht gesehen? Guck mal, Janosch, in diesen Minuten übertreten wir die Grenze zu Hessen. Hessen ist das Bundesland, in dem auch Frankfurt liegt. Wir bewegen uns mit riesigen Schritten in Richtung Frankfurt, während Manuel immer noch auf dem Parkplatz steht und sein Auto lädt. Der Arme. Der Arme, ne? Wo musst du hin? Frankfurt? Aber... Wir drehen ein YouTube-Video. Du müsstest dann mit im Video sein. Machen wir. Ist okay? Ja. Okay, spring rein. So, ich hatte fast ein bisschen gehofft, dass das passiert, weil das, finde ich, ist eine der schönsten Sachen am Autofahren, wenn man einen Tramper, einen Hitchhiker mitnehmen kann. Das passiert ja selten heutzutage. Es gibt es nicht mehr so oft. Aber wir haben einen getroffen, nämlich den Klaasen. Hallo Klaasen. Hallihallo. Und erzähl uns kurz, wo bist du losgefahren und wo geht die Reise hin? Ich bin in Brandenburg gestartet und mein Endziel ist heute Mannheim. Also noch ein Stück hinter Frankfurt. Okay, dann nehmen wir dich jetzt bis nach Frankfurt mit. Ja, ist halt doch billiger als ICE oder Regio. Pünktlich auf die Minute. Das habe ich ja noch nie erlebt.
also habe ich schon mal erlebt, aber schon sehr lange nicht mehr, dass die Bahn so pünktlich ist. Ich muss sagen, da haben wir wirklich Glück gehabt heute. Pech für Manuel. So, während Manuel noch auf der Autobahn düst, steige ich ganz gemütlich zur bester Sommerzeit aus dem Zug in Frankfurt. Sehr schöner Bahnhof, oder? Ja, total. Das ist der Vorteil, wenn man Zug fährt, dass man einfach mehr sieht. Wir fahren jetzt weiter mit der S-Bahn. In vielen Bahntickets ist das sogar mit drin. Man kann dann noch in der Stadt bis zum Ziel mitfahren. Was machen wir jetzt? Hallo Manuel, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Wir stehen im Stau. Und wir stehen mitten in Frankfurt. Du, wir stehen gerade vor der Frankfurter Börse. Weißt du, da ist so ein Bulle auf der Straße. Ja. Wie lange fährst du noch? Du, also 45 Minuten, dann müssen wir wieder das Auto aufladen. Wir haben nämlich nur noch 23%. Alter, das ist echt eine Katastrophe. So Leute, es ist 16.42 Uhr, wir haben es geschafft. Wir sind als Erste am Hotel und jetzt frage ich mich natürlich, Janusz, was machen wir mit unserer gewonnenen Zeit? In meinem Fall Powernappen, dann alles gemütlich, vielleicht Gitarre spielen, auspacken, okay. Etwas essen, gehen. Schlafen und essen, das sind Janusz' Ziele für heute. Du gehst schlafen und ich suche schon mal ein Restaurant raus für heute Abend. Oh. Kari, kannst du bitte das Licht ausmachen? Oh. So, während Janusz jetzt ein Powernap macht, schalten wir mal zurück zu Manuel und gucken mal, wo der ist. Ob der wohl auch noch ankommt in Frankfurt? Gute Nacht. Ah. So leben die Reichen und Schönen. Da ist sie, die Skyline von Frankfurt am Main. 18.12 Uhr, hat ja gar nicht lange gedauert, nur gut 8 Stunden. Und wir sehen sie schon, die viertgrößte Stadt Deutschlands. Klaassen, schön dich kennenzulernen. Ja, man hat gute Weiterreise. Tschüss. Highlight meiner Top-Fahrten. Und bis dann. Ciao, ciao. Top-Tramp-Erfahrungen. Ciao, ciao. Hallo? 10 Minuten sind wir da, angeblich. Shit, ich muss noch meinen Spiel zu Ende spielen. Okay, ich rufe Rauert an. Tschüss. Tschüss. Tough life. Schweres Leben hat Carina Schmidt. Schweres Leben. Sie müssen erst zu Ende zocken, bevor sie uns begrüßen kann. Haben die hier. Guck mal, Block. Wahrscheinlich können wir hier rein. Machen wir einfach mal. Manuel! Jo, ihr habt gewonnen. Na? Zug schlägt Auto, wir haben es rausgefunden. leider, ich habe auf dich gezettelt. Manuel, du hast es gerade noch geschafft, im Hellen anzukommen. Was ist unser Fazit? Was war denn schneller? Zug. Was war bequemer? Auch Zug. Was hatte mehr Adrenalin? Der Zug? Auto. Jetzt freuen wir uns auf eure Erfahrung. Seid ihr schon mal auf der deutschen Autobahn gefahren? Seid ihr schon mal mit Zügen in Deutschland gefahren? Was findet ihr denn besser und komfortabler? Schreibt uns eure Meinung
Und verbessert unser Deutsch mit Easy German. Unser Deutsch? Euer Deutsch. Euer Deutsch. Als Easy German Mitglied könnt ihr interaktive Übungen machen zu allen Videos, auch zu diesen, und damit euer Deutsch verbessern. easygerman.org/membership ist unser Link. Danke, dass ihr heute den ganzen Tag durch Deutschland gefahren seid für unsere Zuschauer. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.